Sie können ja weghören. Also, hier kommt die allerletzte, wirklich allerletzte Tirade gegen die Alternative für Deutschland. Die AfD sei zum himmelstinkendes Gürtelsammelbecken für die kackbraunen Ausscheidungen der völkischen Dreckschleudern, nationalistischen Giftspritzen und rassistischen Herrenunmenschen. Das Programm der AfD sei ein dreilagiges Manifest der bodenlosen Dummheit, der gezielten Vergangenheitsvergewaltigung und der mitgefühllosen, unbarmherzigen und im Zweifelsfalle gewalttätigen Fremdenfeindlichkeit. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag sei eine Bande von neofaschistischen Triebtätern, Karriere- und geldgeilen Abstimmungsgesäßen und politischen Volltrotteln. Alexander Gauland ist ein Präsidier, gerne groß mit dem Charisma einer Klinkerfassade. Alice Weidel, eine Extremistin, stupierte Betonmischmaschine auf der Steuerflucht. Und Beatrix von Storch, ein Schreckgespenst aus der Geisterbahn derer von Tut und Tat nichts. Das A in AfD steht für Antisemiten, Arschgeier und Arschkrampen. Das F steht für Fanatiker, Falschmünster, Flachpfeifen. Das D für Dösbattel, Dummschwätzer und Dauerlutscher. Kurzum, die AfD ist eine Scheißpartei. So eine richtige, widerwärtige, niederträchtige, unappetitliche Scheißpartei. Oh.